Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich euch heute gerne eine Smartwatch vorstellen. Und zwar handelt es sich hier um eine günstige Variante, die ca. 30 Euro kostet bei Amazon. Ist eine Einstiegsklasse, wie ich finde, die eigentlich gute Funktionen bietet und für den Preis absolut in Ordnung ist. Das ist einmal die Verpackung. Das auf dem Bild ist die Smartwatch. Ich zeige euch noch kurz, was drin ist. Einmal habt ihr hier noch die Bedienungsanleitung, Chinesisch und in Englisch. Das hier müsst ihr einscannen und dann die App herunterladen. Dann habt ihr hier noch drinnen das Ladekabel. Das ist ein normales Micro-USB-Ladekabel. Dann habt ihr hier noch irgendein Teil, was ich nicht genau weiß, wofür das ist. Vielleicht jemand das weiß, kann es mir vielleicht noch erklären. Das mal zur Seite. Die App habe ich auch schon installiert. So schaut die dann aus. Da könnt ihr zum Beispiel eure Fitness abchecken. Und dann, wie ihr schläft zum Beispiel, könnt ihr auch beobachten. Ihr könnt zum Beispiel hier dann auch einstellen, welche Apps gepusht werden vom Smartphone auf euer Smartwatch. Das könnt ihr dann alles hier auswählen, welche App das sein soll. Entweder eure installierten Apps oder auch System-Apps. Ich habe einfach alle, die sind auch automatisch alle schon ausgewählt gewesen. Ja, das ist hier die Smartwatch. Ihr habt hier ein Gummiband mit verschiedenen Löchern, da könnt ihr das alles so einstellen. Dann das. Ich mache sie vielleicht einmal runter. Dann seht ihr hier auch diese ganzen Tasten, wie so die Touch-Bedienung von einem Smartphone, so ähnlich wie das hier. Hier macht ihr sie an und aus und auch an. Also sie hat hier keinen Sensor, wenn ihr sie hochhebt, dass sie dann sich einschaltet wie die teuren Smartwatches, die es so gibt. Hier an der Seite habt ihr hier noch die Ladebuchse, die verdeckt ist, hier mit der Gummierung. So, dann werde ich sie hier mal einschalten. So, ihr seht hier auch der Sekundenzeiger, der bewegt sich. Ich bin auch schon verbunden mit Bluetooth und Audio mit dem Handy. Hier oben rechts habt ihr den Akkuzustand. So, ihr seht, ich habe hier schon Push-Benachrichtigungen bekommen. Sowohl auch am Smartphone als auch auf der Uhr. Die Styles hier könnt ihr ändern an der Uhr. Da habt ihr hier zum Beispiel, könnt ihr euch mit dem Bluetooth verbinden. Dazu bestätigt man immer mit der linken Seite als okay. Aber ich will jetzt mich nicht trennen, ich bin ja verbunden. Mit der rechten, linken Seite könnt ihr dann zwischen den ganzen Optionen wechseln. Ihr habt hier könnt zum Beispiel einen Anruf tätigen, ihr könnt im Telefonbuch rumsuchen und dann anrufen, Nachrichten schreiben, das habe ich jetzt noch nicht probiert, anrufen, wie gesagt, Musik hören, die Musik könnt ihr steuern, Kamera zum Beispiel aus der Entfernung wie ein Selfie-Stick per Bluetooth hier aktivieren und Fotos schießen, Energiesparmodus, Einstellungen, in den Einstellungen könnt ihr die Sprache wechseln, den Uhrtyp, die Menü-Symbole, Alarm könnt ihr einstellen, Zeit und Datum, dann die LCD-Beleuchtung, dann habt ihr auch einen Barometer, einen Höhenmeter, einen Schrittzähler und eine Stoppuhr, die ihr verwenden könnt. Wenn ihr euer Telefon verlegt habt, könnt ihr das Telefon suchen, Datum und Uhrzeit könnt ihr einstellen. Musik will ich jetzt nicht. Ich mache jetzt mal kurz einen Anruf zu Hause auf mein Festnetz hier. Dazu gebe ich schnell meine Nummer ein. Und er verarbeitet es jetzt. Und ihr seht auch schon, er wählt auch dort schon an. Ich kann dort auch dann hier am Telefon mit telefonieren. Jetzt klingelt auch schon mein Festnetz hier. Ich schalte es jetzt auch wieder hier aus. So. Ich finde, das ist eine praktische Smartwatch mit vielen guten Funktionen zu einem echt günstigen Preis. So,
So, hier nochmal ein zweiter Teil von mir. Vorhin habe ich nur 5 Minuten Aufnahme gehabt. Jetzt habe ich nochmal eine gestartet, damit wir noch ein bisschen uns mehr mit der Uhr befassen können. Schauen uns hier einfach nochmal hier die ganzen Optionen an. Hier könnt ihr Bluetooth einstellen, das Telefonbuch, wie gesagt, vom Handy aus durchsuchen. So, dann könnt ihr die einzelne Nummer wählen, Messages, Posteingang. Zum Beispiel E-Mails abrufen. Dann könnt ihr auch die Message öffnen und durchlesen, was drin steht. Finde ich echt super. Gehen wir mal weiter. Wie gesagt, verpasste Anrufe, dann könnt ihr selber Nummern wählen, den ihr anrufen wollt. Wie gesagt, Musik abspielen. Könnt ihr auch. Es klappt auf meinem anderen Smartphone komischerweise besser als auf jetzt auf dem hier, warum auch immer. Könnt auch die Lautstärke dann regeln. Kamera. Da müsste ich Bluetooth Music trennen. Dann habt ihr Energiesparmodus, könnt ihr einstellen. Dann könnt ihr hier, wie es klingeln soll, wenn euch jemand anruft. Oder auf Vibration oder lautlos stellen natürlich. Wie gesagt, einen Schrittzähler habt ihr hier, den ihr dann alles in Verbindung mit der App auch benutzen könnt und synchronisieren. Also wie gesagt, ich finde, man kann so vieles mit dem machen. Musik hören, Telefonate führen. Man bekommt Push-Benachrichtigungen direkt auf die Smartwatch, wie ihr gesehen habt vorhin. Ja, so einiges kann die. Für 30 Euro finde ich, ist wirklich ein kleiner Kampfpreis. Und dafür bietet die Uhr wirklich einiges. Mehr als so teure Smartwatches. Okay, vom Design her und von der Verarbeitung und Qualität hängt sie ein bisschen nach, ist klar. Für das Geld habe ich das auch nicht erwartet, dass die besser als meine Moto 360 zum Beispiel aussieht. Und sich auch so schnell bedienen lässt. Es funktioniert alles, also wie ihr seht hier, könnt ihr das alles so bedienen. Sie ist vielleicht nicht so empfindlich und touchempfindlich wie die teuren Uhren, aber wie gesagt, für das Geld ist es absolut in Ordnung. Ich trage die jetzt schon seit 3 Tagen und bis jetzt hält der Akku immer noch. Zwar nicht immer mit Bluetooth verbunden gewesen, aber immer wieder mal auf die Uhrzeit geschaut und so. Und ich finde sie überhaupt nicht störend, sie ist auch nicht schwer, sie ist im Gegenteil viel leichter als meine Moto 360. Und wie gesagt, ich finde es absolut in Ordnung für eine Smartwatch. Und also eine Einsteiger-Smartwatch. Für den Preis, wie gesagt, könnt ihr nicht viel falsch machen. Vielleicht auch ein nettes Geschenk für den einen oder anderen. Oder auch selber. Ich werde die auch hier mit in die Arbeit nutzen. Dafür sind mir nicht zu schade. Wie gesagt, für die 30 Euro. Ja. Es gibt vielleicht sogar im Internet irgendwie Updates, die man drauf flashen kann. Damit habe ich mich jetzt aber noch nicht weiter befasst. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Smartwatch zeigen. Natürlich, sie kann man, sie ist jetzt nach 50 Sekunden, so habe ich das eingestellt, damit sich die Beleuchtung dann wieder ausschaltet. Ihr könnt es auch noch 15 oder 30 Sekunden einstellen. Ja, wie gesagt, super. Musik könnt ihr über sie hören. Telefonieren könnt ihr über sie. Was will man mehr? Für 30 Euro unschlagbarer Preis. Danke fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht liked ihr oder abonniert meinen Channel auf YouTube. Ja, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video von mir. Danke, Leute. Ciao.